Nachdem wir nun den Hauptzweck des Unternehmens, nämlich das Befriedigen von Kundenbedürfnissen, uns angeschaut haben, wollen wir uns anschauen, was wir damit machen. Und da steigen wir in den ersten Schritt des Prozessmanagements ein, nämlich festzulegen, wie wollen wir diesen Zweck erreichen. Das ist tatsächlich eine strategische Überlegung und sollte dementsprechend auch vom Top-Management der Organisation durchgeführt werden. Denn wir überlegen uns jetzt, wie schaffen wir es, Produkte und Dienstleistungen zu erzeugen, die unsere Kunden zufriedenstellen. Und dabei können wir verschiedenste Ansätze wählen. Wir können sagen, zunächst mal, gewisse Dinge muss ich in einer Organisation machen, damit es überhaupt funktioniert. Also ich brauche zum Beispiel ein Anforderungsmanagement. Ich brauche vielleicht eine Produktentwicklung. Ich brauche eine Produktion oder eine Dienstleistungserbringung. Ich brauche vielleicht eine Logistik, um das Ganze bis zu meinem Kunden zu bringen. Mit Sicherheit brauche ich sowas wie eine Buchhaltung, denn irgendwie eine Rechnung würde ich meinem Kunden ja auch ganz gern schreiben. Also wir können gewisse Hauptthemen identifizieren. Und wir müssen uns nun überlegen als Unternehmen für diese Themen, was davon machen wir selbst und was machen andere für uns. Und das ist die strategische Ausrichtung. Das heißt, wir überlegen uns hier, welche Prozesse setzen wir auf, um diese Anforderungen selbst zu erfüllen und was davon lassen wir andere für uns machen. Und da könnte man ganz Extreme sich zunächst mal anschauen. Ein Extrem wäre, wir machen alles selbst. Also wenn Sie der Hersteller von einem Produkt sind, sagen Sie, ich kaufe mir ein Bergwerk und ich sorge dafür, in dem Bergwerk werden die Ressourcen abgebaut, sie werden weiterverarbeitet, bis irgendwann das fertige Produkt da ist und ich habe sogar noch eine eigene Logistik, die es bis zum Kunden bringt und vielleicht sogar einen eigenen Händler, der mir auch noch gehört, der es dann unmittelbar an den Kunden verkauft. Das wäre der Totalansatz, ich mache alles selbst. Das schafft kein Unternehmen der Welt. Selbst Dienstleister schaffen das nicht. Also wenn ich jetzt dieses Video aufnehme, dann mache ich das natürlich vollständig selbst in meiner Organisation. Aber ehrlich gesagt, die Kamera dafür haben wir nicht selbst hergestellt. Die Software, mit der wir es machen, haben wir nicht selbst programmiert. Der Server, auf dem wir es ablegen werden, der wird von einem anderen bereitgestellt. Und das ist bei den meisten Unternehmen so, dass ein Großteil der Abläufe nicht im eigenen Unternehmen stattfindet, sondern extern ist. Und genau das gilt es zu definieren. Nämlich zu sagen, was mache ich selbst, was machen andere. Und da können wir jetzt ein anderes Extrem anschauen. Das Gegenteil von wir machen alles selbst wäre, wir versuchen mal so wenig wie möglich selbst zu machen. Das wäre dann eine Organisation, die so aussieht. Sie hat also alle Prozesse, die notwendig sind, outgesourced. Das Einzige, was die Organisation noch macht, ist ein Lieferantenmanagement. Also hat eine Einkaufsabteilung. Auch das ist grundsätzlich denkbar und einige Unternehmen sind relativ nah dran bei diesen Themen. Typischerweise liegt die Wahrheit irgendwo zwischen diesen beiden Extremen. Also zwischen wir machen alles selbst und wir haben nahezu alles outgesourced. Und das zu entscheiden, ist Aufgabe des Top-Managements. Das Ergebnis dieser Entscheidung ist die Prozesslandkarte. Die sagt nämlich, wie gedenken wir als Organisation, den Zweck des Unternehmens zu erfüllen. Und damit ist die Prozesslandkarte tatsächlich eine Dokumentation des Willens des Top-Managements, wie die Organisation ihren Zweck gedenkt zu erfüllen. Und dementsprechend sollte das auch nicht von irgendeinem Spezialisten erarbeitet werden, sondern das sind Aufgaben mit Managemententscheidungen. Und genau auf diesen Ebenen sollten diese Themen auch diskutiert werden. Und das Ergebnis davon, unsere Prozesslandkarte, ist dann die Basis für das, was wir im Prozessmanagement später machen werden.